Mosh Pit Passion, you know, for the passion of the music. Liebe Mosh Pit Army, vielen lieben Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt bei Mosh Pit Passion auf YouTube. Heute wieder ein weiteres Unboxing von einer Band, die erst vor wenigen Wochen eine neue Platte, kann man sagen, eher gesagt ein Live-Album auf den Markt gebracht hat, und zwar Creator. Die haben uns vor zwei Wochen aus dem Nichts überrascht mit einer neuen Videosingle. Die war gedacht, um ihre geplante Tournee mit Lamb of God anzuteasern, zu promoten. Wie ihr wisst, Corinna hat hier uns einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Und so vertreibt halt die Band und das Label das feine Stück online. Ich habe mir gedacht, ich unterstütze die Band, natürlich darf auch aus Essen kommen, und habe mir die, ich glaube, 7 Inch ist das oder 10 Inch, man wird, ich weiß es nicht genau, ich werde es euch hier zeigen, und zwar im großen Unboxing von Creator, und dachte mir, hey, ich supporte die Jungs, hier ist das gute Stück, ist gerade vor einer halben Stunde angekommen, und ich ändere mal hier den Modus für euch und zeige euch, was uns hier erwartet. Also erstmal wieder zur Verpackung selber. Das ist immer sehr, sehr solide, was hier Nuclear Blast einen liefert. Kann man nicht meckern. Was ich immer sehr, sehr toll finde, macht hier so ein, nennt man das, zum Abziehen, zum Aufmachen, direkt hier so einen verstärkten Aufreißer, kann man so sagen. Schauen wir mal, was da drin ist. Ups, ein bisschen blöd mit einer Hand das zu machen. So halten. Zack. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns erwarten wird. Ja, sehr gut gefüttert. Da sieht man schon das feine Stück. So, das mache ich hier raus. Fangen wir denn hier erstmal an. Flyern. Summer Breeze, Label Night. Ja, Summer Breeze, man findet das statt in der Regel immer im August, meine ich, aber ja, genau. Also vom 12. bis zum 15. August. Stand jetzt fällt es noch nicht aus. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Ne? Mit den ganzen Konzerten, Festivals bin ich jetzt vorsichtig, aber ja. Legen wir mal hier zur Seite. Was haben wir hier noch? Fuck Corona, 10% auf deine nächste Bestellung mit dem Code Fuck Corona von Clear Blast. Also alle, die das hier sehen, 10%, aber da sehe ich hier gerade hier so ein Sternchen-Text, Minimum Order Value, das englische Part, Mindestbestellwert 25 Euro, einmal pro Kunde einlösbar. Bis zum 30.09. Das ist doch nett von Nuclear Blast. 10% ab einen Einkaufswert von 25 Euro. Und jetzt schauen wir uns mal hier an, was wir hier haben. So, das ist das gute Stück hier. Creator Transparent Orange. Scan and Listen und Kick-Ass Metal. Ah, und die Rückseite. Ah, ist ein Doppelcover. Das wusste ich nicht. Also es gab halt online, oder gibt es immer noch, einmal das Cover mit Lamb of God und dann eine andere Vinylfarbe. Mir fällt es nicht ein, welche Farbe das ist. Und dann einmal Creator mit der Farbe Orange. Ja, so sieht das Ganze aus, vorne und hinten. Jetzt schauen wir uns mal hier die Vinyl an. Sieht mal so aus. Ja, sieht doch gut aus. Das ist die Vinyl. Was haben wir hier noch? Natürlich Lyric Sheet. Komm mal zur Seite. Transparent Orange, vorne und hinten. 666 World Divided von Creator bekommt man, und von Lamb of God Checkmate. Die bringen auch, glaube ich, jetzt nochmal ihre neue Platte raus. Ja, Lyric Sheet. Checkmate. Ja, und der neuen Drummer Art Cruz. Für die, die es nicht wissen, Art Cruz war vorher bei Pronk. Tommy Victor war wenig begeistert
dass er weggegangen ist. Und im legendären Studio 606 wird das gute Stück aufgenommen. Creator haben das in den Hansa Studios Berlin, meine ich. Oh, ja, genau. Recorded at Hansa Studios Berlin. Ja, sieht das Ganze aus. Ne? Sehr schön. Und ich wechsle nochmal hier die Ansicht. Und zwar legen wir das gute Stück jetzt hier mal auf den Plattenspieler. Das ist nur das kleine Ding. Welche hatten sich schon beim letzten Mal beschwert, so, das ist ja so ein Costly Player, wie kannst du das machen, deine Platten darüber abspielen? Na, das ist nur das kleine Ding hier zum Vorführen und ich wünsche euch erstmal viel Spaß mit den Stills. Das war es mit den Impressionen und das war es auch hier heute von meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da sowie ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was und ciao.